Hochvertraute, liebe Mitstimmbürgersleute, das ist ein Kommentar zum 12. Februar. Schaust nur die Plakate an, scheint der Inhalt nicht allen klar. Eine Frau mit einer Burka ist offenbar ein sicherer Weg. Und wenn's um Ausländer geht, ja, da stand einer schon parat. Und auch mit falschen Fakten wird nicht gespart. Drohe mit dem Kalifat. Das und nicht viel mehr hört man vom Komitee aus Oberwielieli. Ja, ich bin froh, wenn die Schweizer Angst überkommt und nachdenkt statt durchwinken. Andi, jetzt hör mal. Findest du so eine Aussage eigentlich noch normal? Ich bin wirklich, es klopft so richtig. Andi, sag, was soll der Mist? Warum redest du am Fernsehen wie ein Terrorist? Ich mein Andi, ich halte das kaum mehr aus. Die vielen Burkas vor meinem Haus auf der Plakatwand und beim Nachbar an der Mauer und an jedem Schweizer Bahnhof. Ich habe keine Freude, es sieht gut aus. Ich glaube, das lassen wir wieder so als Tischdekoration. Andi, sag, wer zahlt denn da? Oder hast vom Asylanten Freikauf noch was vorika? Ich mein Andi, ich weiss, jetzt ist er gleich. Aber Maria aus Bremgarten, die zählt jetzt auf dich. Ich mein Andi, bitte heb den Latz. Die erste Tippe stimmt mit Sprengstoff auf dem Bundesplatz. Herr Planer, Sie sagen, das ist ein Symbol. Sie sagen, es ist ein Zeichen. Das Problem ist, das Zeichen, das Symbol ist einfach falsch und das ist einfach nicht in Ordnung, Herr Nationalrat. Die Bürger von diesem Land, die Zuschauer von dieser Sendung, links oder rechts, völlig egal. SVP oder nicht, völlig egal. Die Leute werden einfach nicht gerne falsch informiert. Das ist nicht falsch informiert. Also ich verstehe es nicht. Sie sind jetzt einfach einseitig orientiert. Ich sehe eine Burka-Frau, wieso, das weiss ich nicht genau. Ist nur eine Illi oder wer ein anderes finden, wäre noch schwer. Überall als Burka dran, ich hasse da, ich hasse da. Und ich sag, was soll das Shit? Probleme finden, wo es nicht geht. Wir haben nichts gegen Zürcher, Schaffhauser und Berner. Nichts gegen Bündner, St. Galler, Aargauer, Luzerner. Und ihr Rasselbandi, wir haben euch durchschaut, das ist alles klaut aus dem Ausland. Pfui! Einfach Mühe.